Hallo und herzlich willkommen bei Planet Wissen. Heute nehmen wir ein besonderes Gebiet unter die Lupe. Eine letztlich absolut unwirtliche Gegend, das ferne Sibirien. Und um genauer das noch einzukreisen, ein bestimmtes Dorf in Sibirien, nämlich das kälteste Dorf der Welt. Oymyakon. Minus 71,2 Grad Celsius. 1926 wurden dort gemessen. Ist also ein wirklich sehr schattiges Plätzchen. Und Oymyakon liegt hier in Sibirien. Wir haben Ihnen hier mal so ein kleines Modell aufgebaut. Das ist jetzt nicht das Originaldorf Oymyakon, aber anhand dieses Modells werden wir Ihnen nachher mal erklären, warum es denn dort so unglaublich kalt wird. Mich hätten diese Temperaturen ja sofort abgeschreckt, aber unseren Gast nicht. Der ist gerade wegen der Kälte dorthin gefahren, der Abenteuerjournalist und Kälteexperte Reinhard Wurzel. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Also Sie sind wirklich total begeistert von Kälte. Geht es Ihnen jetzt hier bei uns im Studio, wo es einigermaßen warm ist, trotzdem gut? Ja, mir geht's gut, aber wenn es Richtung Winter geht, dann geht es mir erst richtig gut. Mhm. Aber mal im Ernst, normalerweise, also wenn ich von mir aus gehe, ich reise gerne in den warmen Süden. Warum hat Sie die Kälte so fasziniert? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich kann nur sagen, als Kind war ich schon fasziniert, wenn wir hatten ein Thermometer, wo die Außentemperatur digital angezeigt hat in der Wohnung. Und ich bin da als Kind fasziniert gewesen, immer wenn die Temperatur Richtung Null ging. Weil dann wusste ich, sobald es Minus wird, dann gibt es Phänomene wie Eiszapfen, wie Glatteis, wie Raureif, wie Schneeflocken. Also so viele Dinge, die man ja dann erst beobachten kann. Und da bin ich stündlich runtergelaufen, wollte endlich wissen, wann es kalt wird. Und später wird man dann ja unbescheidener, will man minus 20 Grad erleben, minus 40 Grad. Und minus 62 habe ich dann schlussendlich erlebt. Also was ich ja immer gerade, weil du vom Verreisen sprichst, so lästig finde, ist, wenn man in die Kälte fährt, dass man sich so einpacken muss, dass man so vieles mitnehmen muss. Das war doch bestimmt auch sehr aufwendig, sich auf diese Reise vorzubereiten, was das Equipment betrifft, oder? Ja, das ist schon ein Riesenaufwand. Aber das hängt halt damit zusammen, wenn man etwas will, ja, dann ist auch ein großer Aufwand kein Problem. Und wir haben uns da also jahrelang eigentlich drauf vorbereitet auf die erste Tour. Insgesamt war ich ja dann 5 Monate am Kältepol. Man läuft zwar darum wie ein Astronaut, aber man gewöhnt sich an die Dinge. Mhm. Wir werden später noch sehen, was Sie da alles genau anhatten. Was hatten Sie so mit? Wir haben sehr viele Zuspielfilme, wie wir es nennen. Also Sie haben uns bewegtes Material mitgebracht. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, mit so einer Kamera zum Beispiel an so einen kalten Ort zu reisen. Ja, ist schwierig. Denn Technik gefriert sofort und man kann nur filmen, indem man sekundenlang das Objekt aufnimmt und dann anschließend sofort in eine Plastiktüte. Denn durch Wärme wird ja alles sofort feucht. Mhm. Ja? Aber durch die Plastiktüte, das ist dann so ein sozusagen ein eigenes geschütztes Klima, dann wird die Kamera warm und dann kann man immer wieder diesen Wechsel machen von warm in die Kälte. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie die 5 Kältefreaks, sie waren nämlich nicht alleine, Oymyakon erreicht haben. Herr Wurzel hat das Abenteuer filmisch dokumentiert. Also es ging los mit dem Flugzeug, ne? Genau, die meisten Gebiete in Sibirien werden nur durchs Flugzeug erreicht, weil straßenmäßig ist das die Region sehr schlecht erschlossen. Wir fliegen hier das Werchujanskaer Gebirge an und landen in Ust-Nera. Das ist sozusagen eine Zwischenstation vor Oymyakon. Gibt es da überhaupt einen Flughafen? Doch, wie man gerade sehen, da gibt es einen Flughafen. Aber da waren es also schon knapp minus 50 Grad. Also schon richtig, richtig heftig. Allerdings von dort aus sind es noch mal 21 Stunden durch die Taiga, also noch mal richtig weit. Und in Schrittgeschwindigkeit gerade mal 10, 20, 30 Stundenkilometer durch diese holprige Piste. Und ja, hier unsere Reisegefährten. Aber dieser Weg, der ist einfach atemberaubend schön. Die Landschaft, eingefroren, bizarr. Sind das Kollegen von Ihnen gewesen, die wir gesehen haben? Das sind Hobbymetrologen. Vier Hobbymetrologen, genau. Ist das normal, dass da so schön die Sonne scheint wie jetzt? Ja, da scheint immer die Sonne. Von Herbst bis in Frühjahr ist dort ein Kältehoch. Deswegen ist es da immer so herrlich. Brotzeit, was essen Sie da? Ja, also das war ein bisschen exotisch, da wussten wir gleich, wir sind nicht mehr zu Hause. Es gab da Pferdefleisch, also Sie essen da Pferde. Ich habe es dann auch gleich kosten müssen und für gut befunden. Ja, also das gibt es da in allen Varianten, von Cordon Bleu über Suppe, hier so eine Art Kartoffelgulasch. Mhm. Aber ja, ein skeptischer Blick.
Wie weit ist denn von Oyarkon die nächste größere Ortschaft entfernt, dass wir mal so einen Größeneindruck kriegen? Ja, es sind also 30, 40 Kilometer. Es geht zur nächsten Ortschaft. Es sind schon große Distanzen, also eigentlich in den Tälern. Und hier wollte man natürlich sehen, wie weit kommen wir wirklich? Erreichen wir da schon eine magische Grenze? Und? Wow. Minus 50 Grad. Und alles jubelt und wir haben gesagt, so, das ist schon mal das erste erreichte Ziel. Wie fühlt sich minus 50 Grad an? Am Anfang tut's weh. Ja. Also es ist wie wenn man Eisplatten auf die Haut gedrückt bekommt. Man muss sich erst dran gewöhnen. Aber dieser Gewöhnungseffekt, der geht wunderbar. Und wir haben ja doch eine Weile ja dort verbracht. Und dann merkt man es tatsächlich irgendwann nicht mehr. Ja. Nachts kommen wir dann an, ziemlich erschöpft und müde nach vielen Tagen Anreise. Aber die Stimmung ist natürlich klasse. Ja, sieht man. Ja, nach wie vor gut, ja. Ja, man sieht auch in der nächsten Einstellung, dass den Obelisk, also das Denkmal von den minus 71,2 Grad, wo Sie erwähnt hatten, eben die kälteste je gemessene Temperatur an einem bewohnten Ort. Ja, 1926 war das. Ja. Steht da denn regelmäßig jemand und misst, ob es vielleicht irgendwann doch mal noch kälter wird? Und dann müsste man ja ein neues Denkmal hinstellen? Ja, natürlich, die haben ja da eine Wetterhütte, eigentlich die Weltrekord-Wetterhütte, die jeden Tag in die Welt die aktuellen Temperaturen dreistündlich funkt. Mhm. Also und seitdem ist es nicht passiert, könnte aber jederzeit noch kommen. Könnte jederzeit wieder passieren, ja. Richtig. Wie waren denn eigentlich Ihre ersten Eindrücke, als Sie da angekommen waren? Also das mit der Kälte haben Sie gerade schon ein bisschen beschrieben, aber auch was die Menschen betrifft, was die Landschaft betrifft, ist das etwas, was man sich so in der Art überhaupt vorstellen kann, wenn man noch nie da war? Also die Eindrücke sind vor allem dramatisch, wenn man ankommt in Jakutsk, der Hauptstadt. Da ist alles eingenebelt, manchmal Sichtweite von 5 Meter durch diesen Industrieschnee, der da runterschneit. Oymyakon selber, das ist eigentlich ein beschauliches Dorf, wo immer die Sonne scheint, wo aber einem die Welt nachher wie ein Kinofilm vorkommt, weil alles ist anders. Also wenn man zum Beispiel läuft, man läuft wie auf zersplittertem Glas. Mhm. Ja, die Atemwolke nimmt riesige Dimensionen an. Es gibt kein fließend Wasser, das heißt, man muss dann auch dann auf die Toilette bei minus 60 Grad raus. Also so viele Dinge, die alle anders sind wie bei uns und die wollten wir erleben. Mhm. In welcher Jahreszeit waren Sie da? War das tatsächlich dann auch tiefster Winter? Ja, das oder? War im Januar. Also Sie haben sich, wenn schon, dann so richtig das Extreme rausgesucht. Absolut. Es muss Maximum sein oder und wie, Minimum. Wie wohnt man in Oymyakon? Gibt es da Hotels oder sind Sie bei Gastfamilien untergekommen? Gibt es keine Hotels. Also die sind ja nicht für den Tourismus ausgelegt. Da gibt es eben Gastfamilien, die sich da bereit erklären. Und dann erlebt man auch das wirkliche Leben dort bei den Familien. Wie groß ist denn das Dorf eigentlich? Wie viele Einwohner hat es? 500 Einwohner. Ach so, also das ist ja wirklich nicht, ganz groß. Mini. Wobei, es ist auf jeder Landkarte zu finden. Und gibt's da eine Infrastruktur? Also ja, die haben dort ein Krankenhaus, die haben eine Schule, die haben einen eigenen Fernsehsender. Die haben sogar einen eigenen Fernsehsender. Ja, sie Snow TV. So autark, wie die da sind, aber sie wollen natürlich auch irgendwo die Anbindung haben an die Welt und ein bisschen modern leben. Ah, toll. Ein Fernsehteam der ARD, da wir gerade beim Fernsehen sind, hat das Dorf mit der klirrenden Kälte ja auch mal besucht. Und die haben ebenfalls festgestellt, das Leben dort ist nur was für wirklich sehr Hartgesottene, zumindest nach unseren Maßstäben. Wie die zotteligen Pferde hierher gekommen sind, konnte uns keiner genau sagen. Vielleicht haben die Jakuten sie mitgebracht, als sie vor 500 Jahren aus Mittelasien hierher in die Kälte zogen. 50 Zentimeter Schnee, 52 Grad unter Null. Die Pferde finden ihr Futter selbst und sie brauchen keinen Stall. Aber die Hirten sind nicht wegen der Romantik hier. Sie halten Pferde, um sie zu schlachten. Kühe würden hier einfach erfrieren. Die Spezies Mensch braucht zum Überleben Blockhaus, Feuerholz und Ofen. Wenn man zwei Fische aneinander schlägt, klingt es wie Stein. Die Hirten essen den Fisch roh und eiskalt mit ein bisschen Salz. Genauso essen sie auch Pferdespeck und Pferdeleber. 56 Grad unter Null, aber es weht nicht der leiseste Wind, fast den ganzen Winter über.
Im Fernsehen läuft Bugs Bunny. Die Familie Barisow hat 7 Töchter zwischen 3 und 17. Und oft kommen abends noch ein paar Kinder zu Besuch. Vera und Vassili kommen nur mit Mühe über die Runden. Als es noch die Sowjetunion gab, zahlte der Staat hohe Zulagen für alle, die in den entlegenen Flecken Sibiriens arbeiteten. Aber damit ist längst Schluss. Und heute wartet der stellvertretende Bürgermeister oft monatelang auf seinen Lohn. Samstagabend Disco im Kulturhaus. Wer nicht tanzt, ist selbst schuld und muss frieren. Es wird geheizt und trotzdem sind im Saal minus 5 Grad. Außer am Samstag ist in ihrem Oymyakon wirklich nichts los, geben die Teenies zu. Aber die Jungs hier, kichern Aina und ihre Freundin, sind eigentlich ganz in Ordnung. Die Jungs selbst reden am liebsten vom Jagen und Fischen und spotten über die Weicheier in Moskau. Wenn es da mal 35 Grad minus sind, habe ich gehört, dann gibt es da schon Tote. Da frieren die einfach nachts auf der Straße. Und dann stapfen sie mutig raus in den Schnee. Die 3 Jungs wohnen ein bisschen außerhalb, eine halbe Stunde Fußmarsch durch den eisigen Wald. Das Thermometer ist weiter gefallen und wir haben eine ziemliche Dummheit gemacht. Während wir in der Disco waren, ist zu Hause der Ofen ausgegangen und als wir zurückkommen, ist die Heizung eingefroren. Die Hausherrin und ein paar Nachbarn kämpfen gegen Berge von Eis und geplatzte Rohre. Wir lernen unsere Lektion. Den Ofen darfst du nie länger als 3 Stunden alleine lassen. Am besten bleibt immer zumindest einer im Haus. Valeri ist der Experte für solche Sachen. Er ackert die halbe Nacht und friert sich dabei die Ohren knallrot und taub. Am nächsten Morgen unten am Fluss. Es gibt in der Indigirka ein paar warme Quellen und so friert der Fluss auch im strengsten Winter nie ganz zu. Vera hat unterdessen Wäsche gewaschen. Auf der Leine friert das Tischtuch in einer Minute steif wie ein Brett. Durch die Kälte werden die Sachen desinfiziert, sagt sie. Sie riechen danach ganz sauber und frisch. Wenn sie die Sachen braucht, holt sie sie ins Warme und lässt sie zu Ende trocknen. Der ungeheizte Vorraum ersetzt im Winter den Gefrierschrank. Wenn einer ganz durchgefroren nach Hause kommt, sagt Vassili, dann geben wir ihm solchen Fisch zu essen. Man darf dann auf keinen Fall gleich heißen Tee trinken. Der gefrorene rohe Fisch heißt Roganina. Er ist eine jakutische Spezialität, die als Vorspeise auch auf jeden festlichen Tisch gehört. Am Abend kommen 2 Laster mit Kohle. Sie waren 3 Tage unterwegs und die Fahrer haben dabei kaum geschlafen. Der Weg führt 1000 Kilometer durch Eis und Gebirge, die gefährlichste Landstraße Sibiriens. Die Dieselmotoren der Laster werden 8 Monate im Jahr nicht abgestellt. Wenn ein Motor stehen bleibt und einfriert, kriegt ihn keine Batterie der Welt wieder an. Der Fahrer erzählt, dass er auf dem Weg immer wieder im Schnee stecken geblieben ist und sein Auto freischaufeln musste. Mein Urallaster ist ein zuverlässiges Auto, aber hier in der Kabine kannst du nicht richtig schlafen. Hier stinkt es nach Diesel und der Motor macht einen riesen Krach. Die uralten Kohleöfen heizen die Schule, das Kulturhaus und andere öffentliche Gebäude. Die Jungs schuften 24 Stunden am Stück, denn der Winter in Oymyakon dauert noch bis Anfang Juni.
Ja, und da ist ja wirklich alles gefroren, ne? Oder beziehungsweise nahezu alles, weil man hat ja auch gesehen, an der Stelle, wo es heiße Quellen gibt, da ist dann ein Fluss, der ansonsten total tief gefroren ist, plötzlich offen. Es ist ein bisschen erstaunlich, dass ausgerechnet in so einer kalten Gegend dann diese heißen Quellen sind. Wie kommen die denn dahin? Tja, Mutter Erde fragen. Ich finde es selber faszinierend. Ja. Ich kann es nicht sagen, aber es ist erstaunlich. Und es gibt nicht nur eine, sondern tatsächlich mehrere. Es gibt viele, erzählt. Ja. Es gibt sehr viele. Gott sei Dank, muss man sagen. Ne? Was aber interessant ist, jetzt mal zu erfahren, nicht nur, warum da heiße Quellen sind, sondern warum es überhaupt an diesem Ort so wahnsinnig kalt wird. Ich erwähne noch mal unser Modell. Es sei bitte noch mal gesagt, es ist nicht das Dorf Olbergon. Das ist einfach von Modellbauern uns zur Verfügung gestellt worden, die hier so eine kleine winterliche Landschaft gezaubert haben. Und zu unserem Experiment müssen wir vielleicht sagen, was hier drin ist. Trockeneis. Da ist jetzt Trockeneis drin, genau. Wir wollen mal zeigen, dass eigentlich die Kälte durch eine Inversionslage zustande kommt. Das ist was? Eine Inversionslage? Eine Inversionslage, die entsteht, wenn unten kalte Luft ist und oben ist eine Schichtung warmer Luft. Und das ist eine sehr stabile Schichtung, meist aufgrund von mangelndem Wind. Ja, und gerade in diesen Kältedörfern, in diesen Tallagen, da staut sich diese Kälte. Deswegen sinkt die so ab und bilden dann diese extremen Temperaturen aus. Und Kälte kann man normalerweise ja nicht veranschaulichen. Aber jetzt machen wir es einfach mal mit Trockeneis. Messen Sie das doch erstmal vorher, wie viel Grad es hat. Wir haben da nämlich ein wunderbares Thermometer, halt mal, Birgit. Und dann können wir das unseren Zuschauern mal zeigen. Und? Das müssten so. Die sinkt noch. Wir haben jetzt minus. Spiegelt ein bisschen, ne? 25 Grad. Also Trockeneis geht runter bis auf minus 80 Grad. Ja. Also locker, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere. Da haben wir auch einige Experimente mit Trockeneis gemacht. Also es hat auf jeden Fall um die 79. Schieß mich tot. Was wir jetzt machen ist, wir gießen heißes Wasser drüber. Genau. Oh, da kann man schon mal einen wunderbaren Effekt sehen. Es fängt nämlich ordentlich an zu qualmen. Und dann sieht man jetzt, die Kälte fließt nach unten. Das ist einfach das Phänomen. Und normalerweise, hier fließt natürlich etwas raus, aber sie staut sich dann und bildet einen Kältesee, wo die Kälte nicht abfließt und wo sie in Sibirien beständig von Oktober bis März stabil ist. Das kommt durch dieses Hochdruckgebiet. Die haben da ein Hochdruckgebiet, windlose Stille, also der Schnee, der liegt auf den Bäumen dort monatelang, der fällt nicht runter, der bleibt einfach da, verdunstet leicht, aber verändert sich nicht. Ist es denn an verschiedenen Stellen des Ortes auch unterschiedlich kalt? Also gibt es da so Kältequellen? Ja, es gibt Schwankungen, die haben wir ja dann auch durch unsere Messungen sehen wollen. Also es gibt Mulden, kleine Tallagen, Flussbette, da ist es dann ruhig 2, 3, 4 Grad auch kälter, 5 Grad kälter. Und das haben wir ja dann auch mal durchgemessen. Oder wir haben zum Beispiel auch mal, fand ich sehr interessant, eine Profilmessung gemacht von der Oberseite der Schneedecke. Da waren es eben minus 55 Grad, sind dann schichtweise runter und siehe da, direkt unter dem Erdboden, und es sind wirklich nur 20 Zentimeter gewesen, diese Schneedecke, waren es dann nur noch minus 26. Da wird es wärmer. Also Schnee isoliert. Ja. Schnee. Der Iglo-Effekt. Mhm. Deswegen baut man sich Iglos. Richtig. Ich nehme die Kanne mal ab. Aber Sie haben natürlich nicht nur diese Messungen da gemacht, sondern Sie haben im Grunde genommen ganz Olmjakon als Kältelabor genutzt und diverse Experimente gemacht. Ja, wir wollten einfach Kälte darstellen, auch zeigen. Wir haben zum Beispiel eine Tasse heißes Wasser in die Luft geschüttet, die dann in einer Kristallwolke regelrecht explodiert. Oder Motoröl wird zu Bernstein. Oder Sie haben ein ganz besonders tolles Experiment gemacht mit Bier. Das gucken wir uns mal schnell an. Genau, ja. Das habe ich aufgenommen, wo wir eine Flasche deutsches Bier mitgebracht haben nach Olmjakon, schütten die in ein Glas Wasser. Und Sie wollten wissen, wie schnell das jetzt gefriert? Ja, das war allerdings recht lang. Also es ging eine knappe Stunde. Und dann war die Überraschung natürlich groß, weil erstmal hat es so lange gedauert, weil es Alkohol ist. Mhm. Das braucht seine Zeit. Aber nach einer Stunde ist alles zu festem Eis gefroren. Man sieht die Schaumkrone, die hat sogar rausgedrückt. Google hat 47,3 Grad, zeigt gerade das Thermometer an. Sie haben jetzt das Patent für Biereis. Dann, man kann es dann noch lutschen. Ja, aber es schmeckt wahrscheinlich nicht so toll, oder? Nicht unbedingt. Was haben denn da die Einwohner gesagt, wenn sie solche Experimente da im Dorf gemacht haben? Also die verrückten Deutschen kommen wieder. Die waren da fasziniert. Das ist für die auch so eine Unterhaltung. Ich meine, Ausländer sind da noch wirklich Exoten.
Aber ja, vor allem dieses Wasserexperiment, ja, was wir dann auch noch mal anschauen, von diesem 10-Meter-Turm, das war für die völlig neu. Tasse ist das Wasser in die Luft schütten. Also ich habe mir die selber alle einfallen lassen, diese Ideen, ja, und konnte die da auch mit überraschen. Ja, jetzt haben Sie es schon so schön beschrieben. Da können wir es mal sehen. Also es war ein Kübel Wasser. Ein Kübel Wasser, den wir hier genommen haben und haben den auf einen 10-Meter-Turm hochgehievt, um einfach mal zu sehen, wenn man es ausschüttet, kommt Wasser an oder eben nicht. Achtung. Es kommen ein paar Tropfen noch unten an, aber 90% verdampft. Ja. Geht sofort in wie eine Eiskristalle. Dusche, ne? Über. Mhm. Ja. Ja, wir gehen vielleicht mal wieder rüber an den Tisch. Sie haben auf Ihrer Reise ja dann auch die kälteste Großstadt der Welt besucht. Das ist Jakutsk. Das wiederum ist die Hauptstadt der Provinz Jakutien. Was hat Sie da besonders beeindruckt? Also eine Großstadt ist ja noch mal was anderes als ein Dorf. Man fragt sich, wie funktioniert da das Leben? Ja, mich hat es enorm fasziniert, wie die Menschen alle darauf eingestellt haben. Die haben im Januar eine mittlere Temperatur von minus 40 Grad. Ja, ich meine, Deutschland, da geht ja nichts mehr. Da fahren keine Fahrzeuge mehr. Also das ist, da ist viel zu beobachten. Mhm. Was mir bei diesem Wasserexperiment gerade noch in den Sinn kam und wenn du von alltäglichem Leben sprichst oder wenn ihr von alltäglichem Leben sprecht, wie ist es eigentlich mit dem Atmen? Es müsste doch eigentlich sofort der Atem gefrieren, wenn man ausatmet, oder? Da sind ja auch Wassertröpfchen drin. Also erstmal gefährlich. Man darf da nur eigentlich in Zeitlupe sich bewegen, weil wenn man rennt, zu tief einatmet, wird es gefährlich für die Lungenbläschen. Aha. Ja, die können erfrieren. Aber dieses schöne Phänomen ist eigentlich dieses sibirische Sternflüstern. Ja. Das entsteht, wenn beim Atmen die Feuchtigkeit gefriert. Da hören wir es mal. Da müssen wir einen Moment stehen sein. Ja, bei der Temperatur, also erst dann beginnt es eigentlich erst hörbar zu werden. Und ja, es ist halt, fürs Film ist natürlich schwierig, weil man dann irgendwie die Luft anhalten muss oder den Atem irgendwie zur Seite wegbringt, weil er einfach sonst immer vor dem Mund ist. Aber das ist auf jeden Fall dieses Sternflüstern, von dem Sie redeten, ein sehr faszinierendes Phänomen, was offensichtlich alle, die mal in diesen Kälten sich aufgehalten haben, sehr, sehr eindrucksvoll finden. Genau. Es gibt ja auch Dokumentationen bei den Kollegen vom ZDF, die heißen Sternflüstern und so. Also ein sehr bekanntes und sehr eindrucksvolles Phänomen. Mhm. Und so ein schönes Wort dafür. Ich finde es total poetisch. Ne? Jetzt komme ich noch mal gerne auf diese Großstadt zurück. Und zwar Jakutsk. Sie haben uns da auch Bilder mitgebracht. Sie haben gerade schon beschrieben, dass mit den Autos ist nicht ganz so ohne. Wir wollen uns das mal kurz angucken. So, das also, ist also Jakutsk jetzt. Jakutsk ist mit 200.000 Einwohnern die Hauptstadt sozusagen von dem Planeten Kältepol. Liegt an dem Fluss Lena und ist darauf eingestellt, auf diese Temperaturen. Es ist regelrecht alles eingeeist. Man hat dort eigentlich permanent Industrieschnee, der durch diese Nebelglocke, die über der Stadt ist, runterrieselt. Das ist kein wirklicher Schnee, sondern das ist einfach Kunstschnee. Und ja, mit den Fahrzeugen unglaublich. Die werden im Oktober eingeschaltet, laufen rund um die Uhr, Tag und Nacht, 24 Stunden bis in den Mai. Das muss ja furchtbar die Luft verpesten, oder? Naja, die Kondensationskerne suchen sich sofort einen Eiskristall an, deswegen schneit es runter. Also deswegen bleibt die Luft einigermaßen atembar. Mhm. Aber es ist faszinierend. Vom Supermarkt überall laufen die Autos. Ist das nicht teuer, wenn die Tag und Nacht laufen? Ja, die haben günstigen Sprit und dadurch geht's. Die sitzen ja an der Quelle mit ihren Bodenschätzen. Ja, schon, aber trotzdem. Was für eine Verschwendung. Na gut, geht wahrscheinlich nicht anders. Das ist auch eine sehr erwähnenswerte Sache. Die Städte, nicht nur Jakutsk, alle Städte sind als Pfahlbauten gebaut. Warum? Ja. Damit im Sommer, wenn der Boden auffriert und dann Matsch entsteht, damit die Gebäude nicht umkippen, werden also diese Pfähle 14 Meter tief in den Boden gebohrt. Damit steht dieses Gebäude auf den Pfählen. Unten kann dann die Luft zirkulieren. Sonst, wie gesagt, würde dann in dem kurzen Sommer, wo dann die Auftauschicht ungefähr 1 Meter ist, darunter ist 300 Meter Permafrost, also 1 Meter taut sie auf, dann würde alles... Alles das würde eine unglaubliche Schweinerei da im Sommer sein. Absolut. Waren Sie da mal im Sommer? Oder? Würde ich nicht hinwollen. Nee. Die Bilder, die ich gesehen habe, reichen mir. Mhm. Moskitos, Schnaken, Schlamm
Ohne Ende. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man dort vielleicht auch die Klimaerwärmung fürchtet, oder? Weil dann hätte man ja immer diese Zustände. Eine große Bedrohung. Denn das ist ein sehr sensibles Klima dort. Und Sie müssen sich nur vorstellen, ja, ein paar Grad Erwärmung und dann würde der sozusagen von außen einfransen. Ja, ich meine, im Zentrum sind 600 Meter, also bis da was passiert, das dauert lang. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn das so von außen dann mehr und mehr reintaut, dann, ja, dann fallen die Wälder um, dann kommen die Flugplätze, die Straßen, alles kommt ins Rutschen, nichts ist mehr stabil, die Pipelines und so weiter. Wenn man an Sibirien denkt, verbindet man ja das Land automatisch mit Winter und mit Kälte. Was wir vielleicht nochmal erwähnen sollen, ich war selber im Sommer schon in Sibirien. Es kann unglaublich heiß werden in Sibirien. Ich bin im August, glaube ich, Juli, August, mal mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Weit über 30 Grad. Eine unglaubliche Hitze, oder? Ja. Also direkt am Kältepol sind es 100 Grad. Unterschied. Temperaturunterschied zwischen Sommer und Winter. Also Oymyakon plus 30. Ja. Das heißt, letztendlich kommen die Leute dort mit diesen unwirklichen, für uns unwirklichen Lebensumständen im Winter besser zurecht als im Sommer. Definitiv, ja. Die freuen sich, wenn es wieder gefriert und seinen normalen Gang geht. Und wie ist das mit den Tieren? Wie kommen die mit der Kälte zurecht? Ja, die haben sich auch drauf eingestellt oder angepasst. Aber ich denke mal, es gibt nicht diese Vielfalt an Tieren wie hier bei uns. Natürlich nicht. Mhm. Ja, also das sind nur Schneehühner, Rentiere, Kühe werden immer in den Stall gesteckt. Mhm. Aber Pferde, das muss man sich mal vorstellen, die Pferde, die da gezüchtet werden, eigentlich nur als Nahrungsquelle, die sind den ganzen Winter Tag und Nacht draußen. Da haben Sie uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Also das heißt, das ist ein jakutisches Pony. Tag und Nacht. Tag und Nacht, also hier jetzt angebunden, manche sind dann auf der Weide. Und mit einer stoischen Ruhe ertragen die Kälte, scharren ein bisschen im Gras, beziehungsweise unterm Eis dann nach den Grashalmen. Und ertragen diese Kälte durch die dicke, fettleibige Schicht des Körpers. Mhm. Fantastisch. Und Pferdefleisch ist auch das, was man eben in erster Linie isst. Also genau. Schweine, Rinder oder sowas als Fleisch kennt man dort gar nicht. Wenig. Mhm. Wäre auch wahrscheinlich viel zu aufwendig, weil die könnte man ja nicht draußen stehen lassen. Ja, das ist das Problem. Ich meine, der Sommer, oder Frühling, Sommer, Herbst sind gerade mal 3 Monate. Und der Rest ist Winter. Also ist alles auf diesen Winter eingestellt. Sie haben uns auch was Schönes mitgebracht, wo wir das mal sehen können, wie sich das auf die Vegetation auswirkt. Also das ist hier eine, von einer sibirischen Lärche. Ist das richtig? Genau, das ist eine sibirische Lärche. Die habe ich mit dem Beil rausgeholt, direkt neben der Weltrekordhütte. Und man sieht hier auch, das sind Flachwurzler, die sofort ihren Wurzelbereich seitlich wachsen lassen, weil 40 Zentimeter taut der Boden auf. Richtig im rechten Winkel wachsen die raus, die Wurzeln. Genau. Ne? Und weil 40 Zentimeter taut der Boden auf, weiter können die Wurzeln eh nicht runter. Ja. Aber faszinierender ist eigentlich, wenn man das hier mal sieht, das sind 40 Jahre zu sehen an den Jahresringen. Das also man sieht, dass die Wachstumsperiode gegen einer deutschen Lärche, schauen Sie sich das mal an hier, ein Unterschied, es ist unfassbar. Das ist die deutsche Wachstumsperiode 40 Jahre, bei 40 Nürnberg. Jahre. Und das sind die wenigen Wochen, die den Pflanzen zur Verfügung stehen. Was ich mich dann frage, ist, wie funktioniert das denn mit Gemüse? Also ich meine, ich nehme mal an, man isst dort nicht nur Fleisch, sondern ja auch Gemüse. Vitamin C ist ja sicherlich auch wichtig. Die gibt es nur in Gewächshäusern. Aha. Wächst gar nichts draußen? Nein. Ja, wenn man also kein Gemüse dort anbauen kann, woher kriegt man das? Supermärkte oder so, stelle ich mir da auch schwierig vor. Ja, es gibt die Märkte, aber es wird alles... Märkte, die dann draußen sind oder richtige Supermärkte? Nee, das sind dann schon geschlossene Märkte. Also draußen wird nichts verkauft. Tut sich keiner an. Im Sommer werden diese Dörfer, die ja dann in der ganzen sumpfähnlichen Tundra fast schon versinken, die werden mit Helikoptern versorgt und angeflogen. Und im Winter gibt es dann die Wintertrassen, wo wir eingangs gesehen haben. Über die fahren dann die großen LKWs und schleppen alles von Dorf zu Dorf. Also auf jeden Fall extreme Umstände für Tiere, für Pflanzen, auch für uns Menschen. Und bei uns gibt es ja bald auch winterliche Temperaturen. Zum Glück keine sibirischen Verhältnisse. Uns hat aber mal interessiert, was im Körper eigentlich passiert, wenn Mann und Frau in eine Kältekammer gesteckt werden. Unsere Kollegen vom WDR, Klaas und Katjuschka, haben das ausprobiert. Natürlich unter medizinischer Aufsicht. Mir ist ganz schön kalt. Mir ist kälter. Ach Quatsch. Doch.
Weißt du was? Gleich wird uns richtig kalt. Denn an der Berliner Charité sind Katjuschka und Klaas mit dem Kälteforscher Dr. Koralewski verabredet. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir wollen heute einmal so richtig frieren. Sehr schön. Ich habe eine Kältekammer hier. Kommen Sie rein und ziehen sich aus. Okay. Ja, okay. Sie muss mal aus. Tadadada. Ging das schnell, oder? Sehr schön. Jetzt müssen wir Ihr Gewicht messen. 55,3. 76,4. Dr. Koralewski misst, aus wie viel Fett und Muskelmasse sich die beiden zusammensetzen. Body-Impedanzmessung heißt dieses Verfahren. Der kapazitive Widerstand und C ist. Ja, also ich sehe eigentlich sehr schöne Ergebnisse. Also Sie haben einen Fettanteil von 24,2%, wobei die Fettmasse mehr im Bereich der Oberschenkel liegen wird. Also sind Männer mit ihrer Fettverteilung prinzipiell schon mal im Vorteil? Durchaus auch, ja. Und die Muskeln? Wo sieht man die Muskeln? Bei Klaas sieht man, dass mehr aktive Muskulatur vorhanden ist. Und je mehr Muskelmasse sie haben, umso besser können sie Wärme produzieren. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich habe scheinbar einen Nachteil dadurch, dass ich mehr Körperfett habe, weniger Muskeln. Aber ich komme aus Norddeutschland. Kommt schnell rein. Frieren für Fortgeschrittene. Viel Spaß. Bei minus 12 Grad müssen unsere Versuchskaninchen jetzt eine Viertelstunde in der Kältekammer ausharren. Dabei wird ihr Abkühlen von einer Wärmebildkamera aufgezeichnet. Aber die Infrarotkamera zeigt keine deutlichen Unterschiede und beide empfinden das Frieren gleich stark. Deshalb werden sie erstmal befreit. Eine genauere Messmethode muss her. Sensoren, die die Temperatur messen. Ein Messring für die Durchblutung. Erschütterungssensoren, die das Muskelzittern registrieren. Und Fühler für die Herzfrequenz. Dann geht es wieder in die Kältekammer. Diesmal allein und ohne weibliche Ablenkung. Gänsehaut pur. Aber Klaas lässt sich nichts anmerken. Also wir sehen hier, dass die Herzfrequenz jetzt bei 80 Schlägen pro Minute liegt im Mittel. Was wir sehen können, ist ein Muskelzittern. Das Muskelzittern hat den Sinn, dass eben Wärme produziert wird. Also das Gesamtgefühl ist eigentlich relativ erträglich. Schmerzhaft ist es wirklich an den Fingerspitzen und die Zehen fangen jetzt an weh zu tun. Aber so das allgemeine Frieren geht eigentlich einigermaßen. Nach 12 Minuten ist Katjuschka an der Reihe. Sie will Klaas schlagen, aber das wird schwer. Junge, Junge, Junge. Also ich merke jetzt eigentlich schon seit der ersten Sekunde Kälte. Vorhin mit Klaas zusammen war das was anderes, da hat man sich auch bewegt und ein bisschen rumgesabbelt, aber jetzt... Ich bin komplett verspannt. Oh, Mann! Kann man denn jetzt sagen, leidet und friert Katjuschka mehr als ich? Ja, da sieht man auf alle Fälle deutlich, dass das Muskelzittern sehr viel früher angefangen hat und über lange Zeit anhält. Ja. Hier, irgendwie ganz groß, ne? Das war bei ihm nicht der Fall. Sie gibt mehr Wärme an ihre Umwelt ab und das bedeutet, dass sie eben auch mehr Wärme produzieren muss. Also ich kann nichts dagegen tun, das Zittern kommt von ganz alleine. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Und die Herzfrequenz ist relativ hoch. Die war eben gerade bei 120. Das ist also auch ein deutliches Zeichen dafür, dass sie also das als kräftige Belastung empfindet, die Kälte. Also sie hat es schwerer da drin als sie. Sie hat es wirklich schwer. Ne? Dann sollten wir sie schleunigst rausholen, oder? Ich spüre meine Finger gar nicht mehr. Oh, das war ja die Hölle. So, war das bei dir auch von Anfang an so heftig, oder? Nee, also die Kurven haben relativ... Du bist immer noch total fertig. Die Kurven haben relativ eindeutig gezeigt, dass du schneller anfängst zu frieren und auch stärker. Also dein Muskelzittern war stärker. Glaube ich. Dementsprechend hast du mehr gelitten als ich da drin. Ich als Frau bin eindeutig viel kälteempfindlicher gewesen als du, ne? Ja, würdest du sagen. Aber du bist doch zum Wärmen da. Ja. Oh.
Ja, also Frauen leiden mehr unter der Kälte, das sage ich auch immer. Herr Wurzel, war das auch ein Grund, warum Sie vielleicht keine Frauen in der Expedition mit dabei hatten? Nicht wirklich, nee? Denn mit Kleidung kann man Kälte kompensieren. Ja, jetzt erzählen Sie doch erstmal, wie Sie damit zurechtgekommen sind. Ja, eigentlich sehr gut. Ich meine, mich fragt man auch jeden Winter, wie kann man sich am besten gegen Kälte schützen? Und das entscheidende Prinzip ist das Zwiebelnprinzip. Ja, viele Schichten übereinander. Also es bringt nichts, ein paar dicke Socken. Nein, vier paar dünne Socken. Aha, ja, und dann noch die richtigen Stiefel dazu. Können wir hier mal sehen. Ja, also das ist natürlich eine richtige... Eine Mütze ist ganz wichtig. Eine Mütze ist das Wichtigste. Das Wichtigste. Ich meine, wer trägt in Deutschland im Winter eine Mütze, gerade um 0 Grad. Ja, man denkt ja, man hat Haare, insofern ist das nicht so wichtig. Ja, das ist eigentlich der Grund. Aber wir verlieren über den Kopf 80% der Körperwärme. Mhm. Und wären wir daran gewöhnt, einfach eine Mütze aufzusetzen, wie es in den Regionen ganz normal ist, also ab 0 Grad, ja, findet man niemand, der ohne Mütze rausgeht. Aha. Und das ist ganz entscheidend. Mhm. Und dann einfach natürlich... Ja, überall alles schließen, damit nirgends die Kälte reinkommt. Und also unter dieser Mütze ist auch noch mal so was Schalartiges drunter. Das heißt, die Nase und alles muss wirklich komplett zu sein. Genau, ne? Ja. Gut. Und dann das Zwiebelprinzip. Da hat er jetzt wahrscheinlich ein Unterhemd an, ein T-Shirt. Zwei Unterhemden plus okay. T-Shirt, mindestens ein Pullover. Mhm. Denn wenn der Rumpf auch gewärmt ist, ist ganz wichtig. Mhm. Die Hose hier ist nicht ganz jetzt hier die richtige Studiobekleidung, aber auch da natürlich lange Unterwäsche, ja, und dann Jeans und dann noch eine Skihose drüber. So hatte ich es gemacht. Und dann natürlich ganz wichtig, die Fußbekleidung, denn wir wissen selber, die Zehen frieren ganz schnell ab. Und das ist sozusagen unsere Variante gewesen, kanadische Hundeschlittenstiefel, die eine extreme Sohle haben, auch mehrere Innenschichten haben. Aber wir haben festgestellt, es gibt noch was Besseres. Das ist die sibirische Variante. Die nennen sich Valenki-Stiefel. Mhm. Also man kann jeden aus Russland fragen, der kennt eigentlich die von der Kindheit noch. Heute gibt es modernere. Ja, Moonboots hätte ich mir jetzt vorgestellt. Ja, die sind aber besser, denn das sind 50 Filzschichten, die hier gepresst sind. Die Sibirier nehmen noch etwas Zeitungspapier rein, vielleicht noch ein bisschen Pferdehaar und... gescheit laufen kann man nicht drin, aber bis minus 70 Grad hält das. Das Verblüffende ist, dass die ja keine Sohle haben, aber das braucht man da auch gar nicht, weil es ja nie nass wird am Boden. Nass. Es ist immer gefroren. Immer Pulverschnee. Aha. Und einigermaßen sauber auch, denke ich. Ja. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ich möchte noch mal ein paar bewegte Bilder von so einer Anzieh-Session zeigen. Die haben Sie uns nämlich auch mitgebracht, Herr Wurzel. Was ich mir vorstellen kann, ist, man muss ja unglaublich viel an Gepäck dann mitnehmen, weil diese Kleidung nimmt ja sehr viel Platz ein, oder? Ja, natürlich, klar. Also lieber zu viel wie zu wenig. Und das ist Grundvoraussetzung. Das ist eine Kollegin von Ihnen? Nein, das ist Annika, die Tochter vom Quartiergeber, die ich hier gefilmt habe. Die hat auch ein paar schönere und elegantere Sachen. Ja. Aber sie führt es auch vor. Das heißt, richtig alles mehrschichtig dicht machen. Nirgends darf die Luft rein und hier die beste, dickste Mütze für den Kopf. Und wenn man sich draußen bewegt, friert man dann tatsächlich nicht. Das ist natürlich entscheidend. Die Gretchenfrage im Winter ist für mich ja immer, Fäustlinge als Handschuhe oder jeden Finger, also diese ganz normalen Fingerhandschuhe. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Was Beides. Ist erst die Fingerhandschuhe und dann die Fäustlinge. Ach du lieber Himmel, auch übereinander anziehen. Ja, genau. Was ich mich frage, wenn wir jetzt gerade diese Bilder da gesehen haben, wenn man ganz schnell irgendwie mal kurz raus muss, weil man irgendwas vergessen hat, würde man je auf die Idee kommen, einfach mal so schnell rauszuspringen oder muss man sich immer so aufwendig anziehen? Nein, man kann also schon mal also ohne Mütze geht keiner raus, ja, aber mit Mütze kann man ruhig mal 2-3 Minuten rausgehen, aber dann wird es Zeit reinzukommen. Mhm. Das Schlimmste ist allerdings der Gang zur Toilette. Also wenn man dann mal nachts raus muss, ja, und es gibt in den Häusern keine Toiletten, es gibt kein fließend Wasser. Das heißt, man muss raus, entweder Stanklo oder irgendein Hügel. Und wenn dann also irgendwo vielleicht sogar noch Haut an Reißverschluss rankommt, das brennt, es tut weh. Also man ja, Zeitung lesen würde nie einer machen bei der Kälte. Also es ist eigentlich
eigentlich das Schlimmste. Ja. Also ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, weil wir haben ja vorhin das schon gehört, dass der Atem sofort gefriert. Also dann gefriert ja auch alles andere sofort. Ja, also wie bei dem alten Eskimo-Witz mit dem Pinkeln. Plop, plop, plop. Ja, plop. Ganz so ist es ganz nicht. Nee. Okay. Also auf jeden Fall haben wir gelernt, es ist alles ganz schön aufwendig. Es gibt nur einen Vorteil, nein, nicht nur einen Vorteil. Für Sie gibt es natürlich viele Vorteile. Für mich, wenn ich mir jetzt vorstelle, mir wäre es halt ein bisschen arg mit der ganzen Anzieherei. Aber der Vorteil ist, man braucht keinen Kühlschrank. Und Sie haben uns auch da Bilder mitgebracht. Den Kühlschrank brauchen wir im Sommer, aber das ist ja nur eine ganz kurze Zeit. Ansonsten haben die Häuser alle eine Vorratskammer. Und da ist alles gelagert. Das ist wieder Annika. Sie bringt hier einen Block gefrorener Milch. Das heißt, die Kuh wird gemolken, die Milch wird abgefüllt. Und dann nimmt man entweder ein Beil oder man nimmt einfach ein Messer, schlägt die Milch ab, schichtet sie in einen Kochtopf und hat dann sein Müsli. Also insofern haben die in dieser Vorratskammer alles gelagert. Ich meine, da herrschen ja auch minus 50 Grad. Und da sind die Elchfrikadellen, da ist... Bitte was? Elchfrikadellen? Elchfrikadellen, ja. Ja, die werden aus... Oder Rentierfrikadellen. Ach was, wie schmecken die? Lecker, lecker. Ja? Also da schmeckt eigentlich alles. Allerdings etwas ist gewöhnungsbedürftig, die gefrorene Pferdeleber, die dann so angefroren wie Hackfleisch serviert wird. Also das war schon etwas grenzwertig. Mhm. Aber da hört man dann schon öfter auch mal den Satz, geh mal raus und schlag mir mal einen Liter Milch, ja? Genau. Wahnsinn. Also ich stelle mir es etwas schwierig vor, mit diesen Lebensmitteln, die dann so gefroren sind, die man so abschlagen muss, zu kochen. Also es muss doch alles wesentlich länger dauern als bei uns. Ja, der Energieaufwand ist natürlich viel größer, ganz klar. Mhm. Nämlich, wie lange stellt man sich da an den Herd? Also ich habe nicht gekocht, ich kann es nicht sagen. Mhm. Jagen die Menschen eigentlich da viel? Ich glaube, in einem Film war es mal angesprochen worden, wo die Einheimischen interviewt wurden, dass sie viel vom Jagen erzählen. Ja, ich meine, im Sommer gibt es natürlich die Bärenjagd. Es werden die Fische in großen Massen aus den Flüssen geholt, wenn diese 4 Meter Eisschicht dann auftaut. Aber im Winter ist erstarrt irgendwo alles. Mhm. Also die Menschen arbeiten eigentlich zum Beispiel in den Minen nur im Sommer 18 Stunden, im Winter, da ist Fernsehen angesagt und viel Alkohol, also es ist alles nicht so einfach. Ja, Alkohol ist sicherlich auch ein Thema da. Mhm. Was ich mir jetzt nur gerade, weswegen ich auf Jagd kam, ich stelle mir das auch schwierig vor, dann bei der Kälte die Tiere irgendwie auszunehmen, da gefriert ja gleich alles, oder? Ja, gut, das machen die in den Gebäuden. Also nicht draußen, weil es ist tatsächlich so, es gefriert alles ganz schnell. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja Eisfischer, die machen ein Loch ins Eis, waren wir auch dabei. Die Fische werden rausgeholt, sind sofort wie Steine auf dem Eis. Mhm. Also da ist... Ich meine, es hat natürlich auch den Vorteil, dass alles nicht so schnell verdirbt oder wahrscheinlich überhaupt nicht verdirbt und man solche Probleme wie bei uns Salmonellen oder so wahrscheinlich gar nicht kennt. Genau. Sie haben uns etwas sehr Interessantes mitgebracht. Ich spiele jetzt auf diese Box dort an. Und zwar ein Experiment haben wir mit Bierflaschen ja schon gesehen. Das ist wiederum ein Experiment mit Wasserflaschen. Erzählen Sie uns mal, was Sie uns daran zeigen wollen. Genau. Das ist etwas, was eigentlich jeder selber nachvollziehen kann. Und zwar, wenn man einfach Flaschen mit nicht kohlensäurehaltigem Wasser in den Kühlschrank tut, dann kann es passieren, von 10 Flaschen frieren 5 ein und 5 nicht. Und diese 5 Flaschen, die nicht einfrieren, das liegt einfach daran, weil nicht genug Kondensationskerne drin sind. Also nicht genug Verschmutzung, nicht genug Mineralien. Das heißt, dieses Wasser ist fast rein. Mhm. Ja? Und dieses Wasser ist jetzt beispielsweise aus einem Gefrierfach. Warum fassen Sie das so vorsichtig? Ich denke, es ist Glycerin, damit oder? Damit es jetzt nicht schlagartig gefriert. Und ich will jetzt mal sehen, wie kalt es wirklich ist. Oh ja, da geht's. Dann müssen wir einen Moment warten. Denn es sollte jetzt Minusgrade anzeigen. Und jeder würde ja denken, ja, unter 0 Grad. Gefriert Wasser bei 0 Grad. Gefriert alles. Aber da das jetzt eben fast reines Wasser ist, gefriert es nicht. Genau. Und woher haben Sie fast reines Wasser? Das finden Sie fast in jeder Flasche. Ach ja? Ja. Aha.
Da ist so wenig drin. Also man sieht auf jeden Fall, es ist deutlich unter, ja, jetzt können Sie es rausziehen, nicht mehr, aber ich habe es eben, ich bin Zeuge, liebe Zuschauer, ich verbürge mich dafür, dieses Wasser hat deutlich unter 0 Grad. Jetzt passen Sie auf, was passiert, wenn Sie das da reinschütten. Es sind 2 Eiswürfel drin. Das heißt, diese Eiswürfel... Der eine wird immer größer. Jawohl. Diese Eiswürfel sorgen jetzt für die nötige Verunreinigung, die Sie brauchen, damit es gefriert? Nein, das Wasser gefriert. Und zwar super gekühltes Wasser, so nennt sich das, gefriert über 2 Wege. Entweder, dass man es erschüttert, ja, dann gefriert es schlagartig. Oder, also das hätte noch etwas länger in der Gefriertruhe sein müssen. Jetzt waren sie ungefähr nur minus 2 Grad. Ja. Wenn es minus 10 Grad hat oder minus 12 Grad das Wasser, dann wächst dieser kleine Eisberg dreimal so schnell und wächst rein. Und das ist etwas, das kann also jeder bei sich selber mal ausprobieren. Mhm. Und je kälter man es bekommt, wir haben hier desto noch eine besser. Zweite Flasche. Ja. Da können wir es eigentlich noch mal probieren. Die war fast, ich nehme die mal weg. Da die ist ein bisschen was gefroren. Angefroren. Die, ach, die ist ja schon gefroren. Ja, aber versuchen Sie es ruhig mal. Versuchen Sie es ruhig mal. Vielleicht kann man es ja noch mal sehen. Achtung. Nein, das Wasser ist über 0 Grad. Ah ja. Also ich finde, bei dem vorigen Experiment hat man das schon ganz gut gesehen. Denke ich auch. Also ich denke, die Flaschen, die waren einfach nur 2-3 Stunden jetzt im Gefrierfach und es braucht einfach ein bisschen länger. Aber wenn man es über Nacht drin lässt, also es ist wirklich sofort zu sehen, der 90% des Wassers gefriert sofort. Und interessant ist ja zu wissen, wenn mein Getränk in der Flasche gefriert, dann ist es verunreinigt, streng genommen, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Deswegen mit Apfelsaft-Tee würde sowas nie gehen. Aha. Ja, bei uns spielt ja das Einfrieren auch eine ganz wichtige Rolle. Allerdings nicht das Einfrieren von Wasser oder Gefrieren von Wasser, sondern von Lebensmitteln. Doch da gilt es dann doch einiges zu beachten. Alles ist vorbereitet für das perfekte Dinner zu zweit. Fehlt nur noch der Gast. Doch daraus wird wohl nichts. Statt des erwarteten Besuchs gibt's nur einen Strauß Rosen. Was nun mit den schönen, frischen Lebensmitteln? Ab in den Kühlschrank oder einfrieren? An der Universität Karlsruhe sucht man nach Antworten. Hier wird das Einfrieren von Lebensmitteln systematisch erforscht. Für die Wissenschaftler ist es eine Gratwanderung. Die Herausforderung für tiefgekühlte Lebensmittel ist, Mikroorganismenwachstum und chemische Abbaureaktionen zu stoppen, ohne dass durch das Eiskristallwachstum die Lebensmittelstruktur zerstört wird. Das Wachsen der Eiskristalle kann in Fleisch oder Früchten großen Schaden anrichten. Lohnt sich dieses Risiko überhaupt? Wenn ein Lebensmittel im Kühlschrank gelagert wird, da findet innerhalb von 3 bis 4 Tagen ein Vitaminabbau zu fast 80-90% statt. Das heißt, Sie haben noch 20-30% der Vitamine erhalten. Wenn Lebensmittel direkt tiefgefroren werden nach der Ernte, bleiben 95-90% der Vitamine und auch Aromen erhalten. Einfrieren ist also immer noch die ultimative Konservierungsmethode. Doch auch wenn die Vitamine so am besten erhalten bleiben, nach dem Auftauen sieht nicht immer alles besonders appetitlich aus. Nur, was ist hier schiefgelaufen? Gefriert empfindliches organisches Gewebe wie das einer Erdbeere langsam, bilden sich in den Räumen zwischen den Zellen Eiskristalle. Beim Wachstum dieser Kristalle wird allerdings nur das reine Wasser gebunden. Gelöste Salze und andere Stoffe bleiben in der Restflüssigkeit zurück. Dadurch entsteht ein Sättigungsgefälle. Wasser wird aus den Zellen gesaugt, um die Konzentration auszugleichen. Die Frucht wird matschig. Man muss nicht jedes Mal alles neu einkaufen, wenn man versetzt wird, und kann sich mit Einfrieren einige Mühe ersparen. Am besten schneidet man Obst und Gemüse in kleine Stücke. Das vergrößert die Oberfläche und damit die Gefriergeschwindigkeit. Besonders gut eignen sich Früchte, die wenig Wasser enthalten und eine feste Struktur haben. Aber was ist mit bereits aufgetauten Lebensmitteln, besonders bei Fleisch?
ist ein Wiedereinfrieren hier nicht sogar gefährlich? Ein Test soll Klarheit schaffen. Das Hähnchen links hat das Tiefkühlfach gerade erst verlassen. Das rechte taut schon seit 4 Stunden auf. Wie schnell vermehren sich Salmonellen und andere Bakterien nach der Ruhepause im Eis? Im warmen Brutschrank legen die Mikroorganismen so richtig los. Das Ergebnis ist eindeutig. Auf dem leicht angetauten Fleisch regt sich wenig. Bei dem aufgetauten Hähnchen sprießt das Leben. Hier ist Vorsicht angesagt. Insbesondere bei Lebensmitteln, auf denen Mikroorganismen sehr gut wachsen, wie zum Beispiel Fleisch oder auch Milchprodukte, Pilze. Das wären Lebensmittel, die man, wenn man sie aufgetaut hat, auf jeden Fall ausführlich zwischenerhitzen sollte, bevor man sie wieder einfriert. Wenn man alles richtig macht, lässt es sich sehr gut mit Tiefkühlkost leben. Allein übrigens auch. So ganz nebenbei, Rosen lassen sich auch prima einfrieren. Nur Vorsicht, sie zerbrechen leicht. Ja, sehr schöner Tipp für uns Männer. Zum Jahrestag der Partnerin einfach mal ein paar Rosen einfrieren. Dann kann man sie auch schon eine Woche vorher kaufen und man vergisst es nicht. Ich bin bei meinen Wissenstipps und möchte Ihnen eine wunderbare Webseite zeigen. Und zwar die erstaunliche Form von Schneekristallen zeigt. Das haben hier nämlich Forscher am California Institute of Technology zusammengetragen und auch diese Aufnahmen gemacht. Und Sie finden hier diverse Fotogalerien, wo man wirklich gar nicht glauben kann, dass Schnee oder Eis all diese unterschiedlichen Formen haben kann. Sehr, sehr interessant. Und wer das Ganze sich vielleicht lieber in Buchform angucken möchte, für den habe ich auch das richtige Buch besorgt. The Snowflake, Winter's Secret Beauty heißt es. Und auch hier, wenn wir mal reingucken, finden Sie absolut atemberaubende Aufnahmen. Ich wollte Ihnen mal etwas größere zeigen. Hier, schauen Sie sich mal das an. Also, wenn das nicht die richtige Schönheit der Natur ist, dann weiß ich auch nicht. Wir gehen weiter im Web und möchten Ihnen natürlich auch unsere Seiten empfehlen von Planet Wissen. Wir haben einige Kapitel zum Thema Kälte und auch Sibirien. Hier sehen Sie gerade Überlebensstrategien in der Kälte, habe ich Ihnen aufgerufen. Es geht aber zum Beispiel auch um Sibirien bei uns oder letztendlich auch um die gesamte arktische Tierwelt. All das auf planet-wissen.de. Und wer sich für die Geschichte von Sibirien interessiert, dem sei dieses Buch empfohlen. Dietmar Dahlmann, Sibirien, der schildert also die Eroberung Sibiriens mit seinen reichen Bodenschätzen sowie den Bau der transsibirischen Eisenbahn. Auch in seinem Buch, auch kritische Themen spricht er durchaus an, zum Beispiel die Kolonialisierung, unter der die Ureinwohner sehr zu leiden hatten. Und auch das Thema Verbannung, also diese berüchtigten Straflager in Sibirien, werden da drin behandelt. Und zum Schluss noch eiszeitliche Großsäugetiere der sibirischen Arktis von Ralf Dietrich Kalke und Dick Moll. Sibirien gilt ja als Eldorado für Mammutforscher. Das können Sie sich gut vorstellen, dieser Permafrostboden, über den wir gesprochen haben, also dieser Dauerfrostboden, der konserviert natürlich die Überreste der Tiere wunderbar. Und Teilnehmer einer internationalen Expedition erzählen hier in diesem Buch packend, wie sie also diese gefrorenen Fossilien in monatelanger Arbeit aufgespürt haben und auch dann freigelegt haben. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen natürlich auch noch die Webseite unseres Gastes, vom Herrn Wurzel, empfehlen. Bilder der Welt heißt die Webseite. Da können Sie, das ist ganz interessant, wenn Sie ganz runter scrollen, immer am Ende der Seite oder ganz unten finden Sie die aktuelle Temperatur in Eumiakon. Also jetzt gerade ist es dort ja, mit -2 Grad relativ warm. Sie finden auf dieser Seite natürlich auch ganz viel Wissenswertes zum Kältepol Sibirien, zu den Aktivitäten von unserem Herrn Wurzel und auch von einem Schneeweltrekord, habe ich gelesen, den Sie initiiert haben. Erzählen Sie uns kurz 2, 3 Sätze dazu. Da geht es um das höchste oder die das Dorf mit der höchsten Schneemenge pro Jahr. Und das war ein sehr langwierig und sehr schwierig angelegtes Gutachten, um zu ermitteln, wo ist das schneereichste Dorf der Welt. Ja, wo ist es denn? Das ist Damüls im Bregenzer Wald. Ehrlich? Die haben offiziell mit 9,30 Meter pro Jahr oder pro Winter die höchst gemessene Schneemenge
von in einem Dorf erstens und zweitens mit einer standardisierten Wetterstation. Und es sind im Prinzip pro Jahrzehnt 100 Meter Schnee. Und mehr am besten in der Webseite, ja, muss man noch dazu sagen, .com. Richtig, ganz genau. Bilderderwelt.com, alles jeweils mit einem Bindestrich getrennt, die einzelnen Bilder. Und letztendlich auch unsere Webseite sei Ihnen noch empfohlen, www.planet-wissen.de. Und im Videotext sind wir auch, Seite 396. Herr Wurzel, nun ist ja eine Frage noch offen, nämlich womit verdienen die Menschen dort ihren Lebensunterhalt in diesen entlegenen Gebieten? Sie haben vorhin schon mal was von Minenarbeit im Sommer erzählt. Ja, also die Goldschätze ist das Haupteinkommen von den Dörfern. Es gibt dort die Minen und es gibt natürlich auch die Flüsse, die durchwaschen werden. Und also im Westen von Sibirien sind es die Diamanten und im Osten von Sibirien sind es die Goldminen und Goldschätze. Dazu auch Mammutfunde, die sie dort finden, und auch Bodenschätze wie Erdgas. Mhm. Ja, sonst gibt's nichts. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Also man muss doch auch in Geschäften, also ein bisschen Berufe, die wir hier auch kennen. Also natürlich, klar. Sowas schon. Also die Frauen sind Lehrer, Kindergärtnerinnen. Also das geht natürlich auch um die Versorgung des Dorfes mit der ganzen Infrastruktur, den sozialen Einrichtungen, dem Fernsehsender, dem Krankenhaus. Also die Berufe gibt es natürlich auch. Ich möchte noch zwei Dinge zum Schluss wissen. Einmal, wie sind Menschen vom Charakter her, wenn die in so großer Kälte leben? Sind die anders als wir? Die sind anders. Warum? Ja, also das hat mich sehr berührt und sehr überrascht. War für mich eigentlich mit das Prägendste. Diese Menschen sind sehr, dadurch, dass sie in sehr bescheidenen und sehr armen eigentlich Verhältnissen leben, haben die eine extreme Gastfreundschaft, haben eine sehr ursprüngliche Herzlichkeit sich bewahrt. Also wenn ich an unseren westlichen Kulturkreis denke, der ja überfrachtet ist mit materiellen Dingen und wir ja eher so die Tendenz haben, Angst zu haben um unseren Besitz, ja, jetzt mit der Finanzkrise, also jeder klagt, natürlich auch die auf hohem Niveau, und man schottet sich gerne ab, man kennt nicht mal seinen Nachbarn, aber in der Region, da sind die Menschen aufeinander angewiesen. Da ist einfach auch eine gewisse Abhängigkeit und da gibt man, um auch zu bekommen, und diese ja, auch bescheidene Art, diese Dankbarkeit, also die sind dankbar für das, was sie haben. Die haben nicht so viel, die haben nicht den Luxus, den wir haben. Und das hat mich sehr berührt. Also das sind Eindrücke, die vergesse ich mein ganzes Leben lang nicht. Das heißt, Sie sind auch offensichtlich herzlich dort aufgenommen worden. Sehr herzlich. Ja. Und apropos Luxus, ich finde das ja total luxuriös da vorne. Das haben Sie uns mitgebracht, diese kleinen, netten Figürchen, gemacht aus Mammutzähnen. Ja, das sind die Schätze, die Sie dort finden. Und wo es begnadete Künstler gibt, die aus den 10.000 Jahre alten Stoßzähnen oder auch anderweitigen Knochen diese Kunstwerke rausholen. Mhm. Und das kann man dann da kaufen? Oder wird das dann, weil Sie von der Gastfreundschaft gesprochen haben, wird das dann auch so mehr im Tausch weitergegeben? Beides. Also man kann es sehr überteuert kaufen, vor allem in Jakutsk, in dieser Hauptstadt. Aber wenn man das dann geschenkt bekommt, dann ist man da dankbar für immer und, ja, das glaube ich, und freut sich drüber. Und Sie haben uns noch einen kleinen Schatz mitgebracht, einen ganz, ganz besonderen Tee von dort. Genau, das sind Kräuter, Tundra-Kräuter, die Schulkinder gesammelt haben. Und da haben wir eine Tüte selber mitbekommen. Und es ist eine sehr, sehr nahrhafte Substanz. Die wir jetzt nahtlos testen werden. Die wir testen werden, genau. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke schön. Wir sind leider schon am Ende, Herr Wurzel. Okay. Ja, also wenn Sie mal eine ganz besondere Urlaubsreise machen wollen, dann reisen Sie vielleicht auch mal in diese entlegenen Gebiete und testen diesen Tee. Mhm. Sehr lecker. Danke fürs Kommen und Ihnen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und Wiedersehen. Tschüss.